Buongiorno, meine lieben Grillfreunde, von Flensburg bis nach Bozen. Heute wird's ostalgisch. Heute gibt's das Würzfleisch 2.0, besser als bisher. Würzfleisch, für mich eins der besten Rezepte aus den ostdeutschen Bundesländern bzw. aus der alten DDR. Ich betreibe ja seit 2016 bereits meinen Facebook-Blog mit Rezepten und dort habe ich im Januar 2019 bereits das Würzfleisch als Rezept veröffentlicht. Daraufhin hat mich der Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen angesprochen, ob er daraus mal ein Video drehen kann. Das hat er gemacht, tolles Video. Jörn, Grüße gehen raus. Ich greife das Ganze aber heute nochmal auf und mache das noch eine Spur besser als bisher. Und was wir dafür alles brauchen, Leute, das zeige ich euch jetzt auf dem Tisch. Wir benötigen natürlich Fleisch. Hier habe ich Fleisch vom Duroc. Das ist Nacken, den habe ich so in gut 1 cm große Würfel aufgeschnitten. Eine Bio-Zitrone, Zwiebeln, Butter und Mehl. Dann habe ich hier Lorbeerblätter und Pimentkörner. In meiner ersten Version habe ich Dosenpilze genommen. Jetzt nehmen wir richtige Champignons. Dann natürlich Gruyère. Ich weiß, Leute, das ist definitiv nichts aus der DDR. Aber ich liebe ihn. Und das soll ja auch die Version 2.0 bzw. Deluxe werden. Dann brauchen wir einen trockenen Weißwein, Wustersoße. Und hier im Topf habe ich schon mal Brühe vorbereitet. Und natürlich Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Dann brauchen wir noch Toastbrot und ein bisschen Petersilie für die Deko. Wir bereiten das heute auf dem Gasgrill zu. Das geht natürlich auch ganz genauso in der Küche. Nebenan heizt schon meinen Dutch Oven auf und da sehen wir uns gleich wieder. Ich nutze heute wieder meinen Breuking Regal und da brauchen wir heute den Seitenbrenner mit Dutch Oven und natürlich auch den Grill an sich. Wenn ihr das in der Küche macht, Leute, nutzt hierfür dann zum Anbraten, was ich mache, eine Pfanne oder einen Topf. Und das Garziehen, was wir nachher machen, dafür könnt ihr dann Backofen nutzen. Jetzt werden wir aber erstmal schön das Fleisch anbraten. Mein Dutch Oven ist heiß, wir testen das mal. Jawohl. Und das Ganze braten wir auch in 2 Etappen an. Das soll ja nicht zu viel Wasser lassen und dann mehr kochen als braten. So, das reicht schon. Das soll jetzt nicht von allen Seiten über den Röstaromen bekommen. Es reicht schon aus, wenn es von außen, von allen Seiten einmal weiß ist. Und ein paar Röstaromen schaden natürlich auch nicht. Das nehme ich jetzt mal raus. Dazu habe ich dann hier die mittlere Konzeschale. So, und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Rutsche. Und auch die zweite Rutsche ist soweit. So, ungefähr nach 10 Minuten war das ganze Fleisch angebraten. Nun geben wir hier gleich die Zwiebeln rein. Und auch die Zwiebeln, die werden wir so leicht glasig einmal anbraten. Und die Zwiebeln sind glasig. Die nehmen wir jetzt auch mit in die Schale. Da müssen wir jetzt gar nicht den letzten Rest rausnehmen, denn jetzt kommen gleich die Pilze rein. Und auch die Pilze kriegen eine leichte Bräunung. Und die können noch ein bisschen Wasser lassen. Bei den Pilzen habe ich übrigens die großen halbiert und die kleinen, die habe ich ganz gelassen. Gleich ist die komplette Flüssigkeit von den Pilzen hier verkocht und dann kommen wieder die Zwiebeln und das Fleisch rein. So, jetzt ist es soweit. Dann geben wir mal Fleisch und Zwiebeln wieder dazu. Und nun löschen wir das Ganze mit dem Weißwein ab. Der Weißwein hatte jetzt ein paar Minuten Zeit einzureduzieren. In der Zwischenzeit habe ich hier nebenan die Brühe heiß gemacht und die geben wir jetzt dazu. Ich verwende hier übrigens Hühnerbrühe. Ihr könnt natürlich genauso auch Gemüsebrühe oder Rinderbrühe oder was anderes nehmen. Dann kommen natürlich noch unsere Pimentkörner und Wacholderbeeren dazu. Nein, Lorbeerblätter. Das ganze Anbraten, das haben wir eben unter Vollgas gemacht. Ich reduziere jetzt hier einmal die Hitze von meinem Seitenbrenner so auf ein bisschen über ein Drittel vielleicht. Ihr seht das, es wird auch schon wieder richtig warm. Ja, und dann setzen wir uns den Deckel zur Unterstützung drauf. Und das Ganze wird jetzt erstmal 20 Minuten lang köcheln. 20 Minuten köcheln ist vorbei. Den nehmen wir uns jetzt erstmal hier runter und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder.
So, im nächsten Schritt trennen wir jetzt den Inhalt einmal in flüssigen Inhalt und festen Inhalt. Es geht am besten hier mit so einer Schaumkelle. So, das Feste, das verstreichen wir uns hier schon so ein bisschen glatt. Und dann nehmen wir uns auch gleich Lorbeerblätter wieder raus. Und die Pimentkerne. Das stellen wir jetzt mal zur Seite. Dann nehmen wir uns den Topf von der Brühe wieder. Und dann werden wir mal die Brühe wieder in den Topf gießen. Die Brühe, die hat schon eine richtig schöne Färbung angenommen. Und jetzt geht's mit meinem Dutch Oven und der Brühe wieder zurück zum Grill. So, wir werden uns jetzt die Mehlschwitze vorbereiten. Dann kommt die Wustersoße ins Spiel. Also 1,5 Teelöffel erstmal. Nehmen wir mal den Saft einer halben Zitrone. So, dann werden wir das mal abschmecken. Salz und Pfeffer fehlt ja auch noch. Dann geben wir erstmal ein bisschen Salz hinzu. Und eine ordentliche Spur Pfeffer. Zitrone ist genug. Wustersoße nehmen wir noch mal ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Tisch. So, wir haben jetzt hier die Soße, wir haben hier das Fleisch und dann habe ich hier noch Käse. Jetzt versuche ich aber erstmal die Soße unfallfrei hier reinzubekommen. Das hat ganz gut geklappt. Ach, hier ist auch noch eine von den meinen Pimentkörnern. Jetzt fehlt noch eins. So, die Soße gehen wir hier mal schön unter. Und hier ist auch schon der zweite. Jetzt haben wir alle gefunden. Ihr seht, das ist eine schöne mittlere Conscious gefüllt. Jetzt habe ich hier meinen Käse. Und den legen wir mal schön oben drauf. Es hat mit der Reibe wirklich gut geklappt. Da hat man wirklich schöne, schmale Streifen bekommen. Also ihr kennt diese Standreiben. Den Käse ist ja fast wie Bacon, ne? Alles schmeckt besser mit Käse. Im Original übrigens, in der DDR oder in den ostdeutschen Ländern, wurden dann kleine Förmchen gefüllt und dann mit Käse überbacken. Ich mache das natürlich in der großen Form. So, damit gehen wir jetzt an den Grill. So, mein Grill habe ich auf 180 Grad vorgeheizt, indirekt. Beide Außenbrenner sind an, in der Mitte ist keiner an. Und ich habe mir nebenbei erstmal hier Toast noch aufgebacken. Und dann nehmen wir mal mein Würzfleisch und stellen das hier schön einmal in die Mitte rein. Ich nehme noch die Haken hoch, das solltet ihr auch mal machen. Kann man ihn nachher wieder besser rausnehmen, wenn es heiß ist. So, und das überbacken wir jetzt mal für 10 Minuten bei ungefähr 180, 190 Grad. So, mein Würzfleisch ist fertig. Ich habe eben schon mal reingeguckt. Hat jetzt doch ein paar Minuten länger gedauert. Schauen wir mal nach. So, Freunde, so sieht das aus. Das nehme ich jetzt mal runter. Hier ist es nun. Mein Würzfleisch. Ich habe mir ja Toast noch vorbereitet. Ein schönes Scheibchen Zitrone noch. Und noch ein bisschen als Deko. Ein bisschen Angeber-Petersilie. Und dann machen wir uns mal einen schönen Teller. Oh, gehen wir mal rein hier. Oh, seht ihr, dass wieder Käse zerlaufen ist, Freunde? Hier ist es nun, mein Würzfleisch. Und das werden wir jetzt schön mal verkosten. Dann probieren wir erstmal das Fleisch.
So sieht's aus, Freunde. Boah, Leute, das kann man so auseinanderziehen. Das Ganze nochmal mit dem Toast zusammen. Fleisch, Pilz, Käse und Toast. Richtig geil. Wenn ihr Würzfleisch nicht kennt, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Richtig geil. Wir werden das Ganze jetzt noch mit Reis essen. Ihr könnt da Toast dazu essen, ihr könnt da Kartoffeln zu essen, Nudeln, was ihr möchtet. Vom Würzfleisch weiß ich, gibt es viele, viele Rezepte. Das ist meins und ich finde es geiler wegen Duroc, wegen Gruyère, wegen richtigen Pilzen. Meine Meinung, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht auch euer Rezept zum Würzfleisch. Man kann immer gerne dazulernen, bin für alles offen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Hier vorne kannst du gerne noch Abonnent von meinem Kanal werden, falls du das noch nicht bist. Und auf der rechten Seite, da blende ich nochmal zwei Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns, Leute, nächste Woche Mittwoch. Ciao!